Hallo ihr Lieben. Ja, jetzt bin ich wieder zurück und es ist ziemlich frisch im Vergleich zu Frankreich, aber es ist auch schön, wie ihr seht im Hintergrund. Heute hat mich Facebook mit einem Video erinnert, das ich vor einem Jahr gemacht habe über meinen Heilungsprozess und deswegen wollte ich eigentlich heute nochmal darüber sprechen, weil auch in den letzten paar Tagen sich für mich auch wieder einiges ereignet hat, was ich hier mit euch teilen will und insbesondere auf Facebook in unserer wunderbaren Gruppe. Ja, habe ich wieder gemerkt, das sind viele Fragen und vielleicht auch verzweifelte Menschen noch im Hintergrund sagen, warum klappt es bei mir nicht, wieso klappt es scheinbar bei anderen? Also zuerst mal möchte ich dazu sagen, wie das bei anderen klappt und was sie wirklich machen oder ob sie alles wirklich besser machen. Das ist auch immer noch so eine Geschichte, die wir uns vorstellen. Oder die anderen machen es besser, die anderen können es besser. Ich muss ja noch irgendetwas falsch machen, ich muss noch irgendetwas mehr machen. Ich muss ja noch irgendwie doch noch besser werden, weil wenn ich ja schon gut genug wäre, dann wäre ich ja schon gesund, dann wäre ich ja schon heil. Und wie ihr jetzt schon hört, ganz klar, bei diesen Gedanken ist die Ursache für die Nichtheilung zu finden. Die Überzeugung, dass irgendetwas nicht gut genug gemacht wird oder dass irgendetwas von anderen besser gemacht wird, dass irgendetwas an mir noch nicht 100% gut und richtig ist, so wie ich es mache, das ist der Clou. Das ist einfach das, was uns von allem abhält, was wir wirklich wollen, dass wir tatsächlich noch glauben, dass andere etwas besser machen und dass wir etwas noch besser machen müssen, um zu erreichen, was wir möchten. Und solange wir mit dieser Überzeugung durchs Leben laufen, können wir uns in unseren Meditationen vorstellen, unseren Wunschkörper vorstellen, wie es ist, glücklich durchs Leben zu laufen. Aber immer wieder läuft im Unterbewusstsein tatsächlich diese Vorstellung, ja, irgendetwas ist ja noch nicht gut genug. Weil wenn es gut genug wäre, dann hätte ich ja schon das, was ich will. Und solange das läuft, ist es ganz klar, wenn wir nicht gut genug sind, dann wird uns unser Leben, unser Körper immer wieder zeigen, dass wir nicht gut genug sind. Und dass wir nicht gut genug sind, um gesund zu sein, das zeigt uns dann unser Körper. Wir sind nicht gut genug, um jetzt wirklich zu heilen. Und wir glauben das nicht wirklich, aber dennoch ist unsere Aufmerksamkeit doch immer darauf gerichtet, was könnte ich noch besser machen? Was brauche ich noch? Welchen Ansatz brauche ich noch? Wie viel mehr muss ich meditieren? Wie viel mehr muss ich da noch an mir arbeiten? Wie viel mehr muss ich hier noch schrauben? Und solange ich auf dieser Suche bin, läuft bei mir aktiv im Unterbewusstsein das Programm, ich bin nicht gut genug, weil wenn ich gut genug wäre, dann müsste ich ja nicht mehr suchen. Und nachdem ich ja noch suche, weil ich die Lösung noch nicht gefunden habe, bin ich im Problem. Und es ist wirklich so einfach, Leute, solange wir im Problem sind, solange wir in der Problemenergie sind, solange wir im Problembewusstsein sind, geht nichts. Das versteht ihr alle, ich weiß. Aber es ist auch wichtig zu verstehen, solange ich Lösungen suche, bin ich im Problem. Erst dann, wenn ich sage, gut, jetzt verbinde ich mich mit der Lösung. Jetzt habe ich die Lösung, egal wie sie ist, wie sie ausschaut, ob sie rechts oder links ist, ob sie Meditation ist, ob sie Schreiben ist, ob sie was weiß ich nicht, was alles ist. Es ist egal, deine Lösung ist die richtige. Wenn du sagst, das ist meine Lösung und mit dieser Lösung dir Erlaubnis geben kannst, gesund, heil, ganz und perfekt zu sein, eine klare Vision deiner Zukunft zu sein. Und ich übersetze es jetzt wirklich mit zu sein und nicht zu haben, sondern du musst es wirklich sein. Du musst diese Persönlichkeit sein mit der klaren, unabdinglichen Version deiner Zukunft, die du jetzt schon bist, die du jetzt schon fühlst. Und wenn du diese unabdingliche
unabdingbare Version deiner Zukunft eben jetzt schon bist und jetzt schon fühlst, dann bist du nicht jemand, der nach Lösungen sucht. Dann bist du auch nicht jemand, der verzweifelt ist. Dann bist du auch nicht jemand, der sich gebeutelt vom Leben fühlt oder verarscht oder irgendwie schlecht genug fühlt, weil er schon seit Jahren die Arbeit von Dr. Joe Dispenza macht, seit Jahren meditiert, seit Jahren diszipliniert ist, seit Jahren die Arbeit macht, wie Dr. Joe Dispenza sagt, und bei ihm nichts passiert. Weil du vergessen hast, das Essentielle zu tun, und zwar die Vision deiner Zukunft klar zu sein. Und wenn du ehrlich bist, jemand, der wirklich gesund ist, jammert nicht, weil er gesund ist. Jemand, der einen gesunden Körper hat, der braucht nichts. Der muss nichts weiter tun, als sich wirklich immer noch mehr Erlaubnis zu geben, sich gesund zu fühlen. Leute, ich habe gestern meinen letzten Physiotherapie-Termin gehabt, weil ich gedacht habe, ja, eben mein Laufen ist noch nicht so gut und es müsste noch besser werden und ich bin immer noch ein bisschen am Hinken. Ich kann zwar alles machen, ich kann vielen Sport machen, aber ich kann nicht joggen so lange und das kann ich nicht machen und das muss ich noch tun. Bis ich gemerkt habe, hey, damit komme ich absolut nicht weiter. Das sind immer noch Grenzen, Limitierungen, die ich mir selber aufsetze, weil ich sage, ich habe das nicht, ich kann das nicht. Anstatt dass ich mich freue an dem, was ich machen kann und erlaube und zulasse, dass ich mehr und mehr machen kann, bin ich immer noch mit meiner Aufmerksamkeit bei dem, was ich nicht tun kann. Jedes Mal, wenn ich in die Physio gehe, jedes Mal, wenn ich mich ärgere, dass ich mich nicht so geschmeidig bewege, wie ich mir das vorstellen kann. Jedes Mal mache ich hier einen Stopp und mache ich hier eine Bremse. Und es ist so intensiv. Man denkt, ja, ja, ich muss ja was tun und ich muss mich ja noch besser verbessern. Ich muss mich verbessern. Ich muss mich verbessern. Das ist so heftig in uns. Ich muss mich in der Arbeit verbessern. Ich muss mich hier verbessern. Ich muss mich da verbessern. Ich muss mich permanent irgendwie verbessern. Und wenn ich das glaube, dass ich mich immer verbessern muss, dann bin ich getrieben von diesem Stress. Ich bin getrieben von diesem Gedanken, von dieser Überzeugung, von meinem Seinszustand, der nicht gut genug ist. Und solange ich das nicht ablege, werde ich immer wieder gebremst werden, werde es langsam gehen, weil ich gehe zwei Schritte vorwärts und sage, boah, jetzt wird es besser und freue mich riesig über das, was besser wird. Und dann sage ich, aber es ist noch nicht gut genug, es ist noch nicht gut genug, das muss ja noch besser werden und hier muss ich noch dran arbeiten und so weiter und so fort. Anstatt dass ich aus dem Gefühl heraus, anstatt aus diesem glücklichen, freudigen Gefühl, aus diesem dankbaren Gefühl, was ich schon erreicht habe, und wenn es mit Babyschritten gewesen ist, mit kleinen Babyschritten, dieses Gefühl größer mache, ausbaue und sage, was ist denn da noch möglich? Was ist denn da noch möglich? Das ist so ein cooler Satz, der kommt, glaube ich, aus dem Access Consciousness, ist ja wurscht, wo er herkommt. Aber dieser Satz eröffnet uns Möglichkeiten, dieser Satz lässt uns in die unendlichen Möglichkeiten hineintreten. Und der lässt uns größer werden, der lässt uns weiter werden. Und dieser Satz ist so viel besser als der Satz, oh, das müsste ich noch besser machen, oh, was könnte ich hier noch verbessern. Und ich sag's euch, ich komme aus dem Qualitätsmanagement. Ich habe Unternehmen beraten, ISO-Zertifizierungen zu erreichen. Mein Fokus, jedes Unternehmen, was können die noch besser machen, was können die noch besser machen, was ist nicht gut genug, was ist nicht gut genug. So ein krasser Bullshit, deswegen kann ich das alles überhaupt nicht mehr machen, weil das ist absoluter falscher Fokus. Das tut weh, das ist aua, das ist klein, das ist beengend. Das ist in unserem Leben, dieser Fokus ist so präsent, dieser Fokus ist so oft da in unserem Privaten, in unserem Geschäftlichen, gegenüber anderen. Das ist dieser limitierende Fokus, den müssen wir ablegen. Es ist fertig mit diesem Fokus. Entscheidet euch für den Fokus. Was kann noch besser werden? Wie kann das noch besser werden? Ich muss nicht wissen, oh, das kann noch besser werden. Ich freue mich drauf, dass es besser wird. Aber ich muss nicht
Lösungen suchen, sondern ich muss für Lösungen offen sein. Ich muss Lösungen empfangen können. Und die kann ich eben nur aus dem energetischen Zustand des Lösungsorientierten erreichen. Die können nur dann zu mir kommen. Oh, wie kann das noch besser werden? Ah, das ist eine tolle Idee, das probiere ich doch mal aus. Oh, wie schön, das fühlt sich gut an, das fühlt sich groß an, das fühlt sich weit an, das fühlt sich fantastisch an. So müssen wir lernen zu leben, so müssen wir lernen zu denken, so müssen wir lernen, unser Gehirn umzuprogrammieren, weil wir uns immer noch in den meisten Stunden dieses Tages in dieser Realität befinden und wir müssen aufpassen, wie wir diese Realität, die wir reflektieren, wie wir damit umgehen, wie wir uns darin widerspiegeln, wie wir unser Spiegelbild beurteilen. Das ist so, so wichtig. Ob wir am Morgen vor dem Spiegel stehen und oh nein, da ist schon wieder ein Pickel, oh mein Gott, was kann ich denn damit machen? Das ist wie im Leben, ihr geht raus und sucht die Pickel im Leben und versucht sie auszudrücken. Nein, schaut doch in die Augen und seht den Glanz und die Schönheit in eurer Person, in eurem Sein und genauso seht ihr die Schönheit im Leben, in dem, was hier da ist, in den schönen Dingen, die nicht noch besser werden müssen, sondern die einfach von selber wachsen, wenn wir die Aufmerksamkeit, wenn wir diese Gesetze der Quantenphysik wirklich richtig anwenden und uns dabei unterstützen, im Größerwerden, im Besserwerden, im Gesünderwerden, im Heilerwerden, im Allem zu werden. Aber das können wir nur, wenn wir erst schon mal sind, komplett heil, ganz perfekt. Und diese Perfektion auszudehnen, das macht doch Spaß. Diese Perfektion, dieses Sein, das wir jetzt schon haben, das wir jetzt schon sehen, zu feiern und zu lieben und zu respektieren, jeden Moment, das macht uns gesund. Und deswegen, ich weiß es aus eigener Erfahrung und ich habe so lange gebraucht, ich habe so lange rumgedoktert, weil dieses Quality Management Denken in mir, das hat mich immer wieder zurückgehalten, weil das ist einfach ein Programm in einem und das lernen wir im kollektiven Bewusstsein, das lernen wir in unseren Ausbildungen, das lernen wir in unserem Schulsystem und dieses Programm ist hinderlich und dieses Programm darf gehen und dieses Programm dürfen wir verabschieden und in diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz tollen Tag. Beobachtet, wann denkt ihr limitiert, wann denkt ihr problemorientiert. Und jedes Mal erwischt euch dabei, ändert den Gedanken und sagt, nein, es ist wunderbar so, es darf noch besser werden. Es ist wunderbar so, wie kann es noch besser werden? Es ist wunderbar so, wie schön ist es, wie viel schöner darf es noch sein, diese Erlaubnis immer wieder zu geben, zu wachsen, größer zu werden, sich besser zu fühlen. Das ist so, so wichtig. Und alles andere darf gehen, das brauchen wir nicht mehr. Wir leben, wir werden getrieben, wir werden angezogen von unserer grandiosen Vision der Zukunft. Für uns persönlich, für unser Umfeld, für alle, für die Welt, für die Existenz, diese grandiose, schöne, liebevolle, mit höchsten Emotionen geladene Vision unserer Zukunft zieht uns an. Und die Vergangenheit interessiert uns doch überhaupt nicht. Also, alles Liebe und noch einen wunderschönen Freitag. Ah ja, genau. Und dieses Wochenende kriege ich euch all die Informationen zusammen, die es braucht für diesen Think Big Club. Es wird so grandios werden. Ich freue mich riesig drauf. Ich muss jetzt dieses ganze Package, das wir kreiert haben, muss ich zusammenbringen, dass ihr das gut und einfach versteht. Und ich werde euch das präsentieren. Ganz, ganz bald. Ganz, ganz versprochen. Also bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.